von meiner Seite Kai Plättke, mein Name von Nokia und ich habe die Ehre, hier unser neues Lumia Flagship, unser Lumia 39 vorzustellen, was wir jetzt auf der Bildkonferenz in San Francisco vorgestellt haben. Wir sind hier heute in München und kann kurz ein bisschen was zu dem Lumia 39 erzählen. Metallgehäuse, wenn man das uns mal hier rumschaut, aus einem Guss gemacht, also wirklich hier wunderschönes Gerät, ein 5 Zoll Gerät, Full HD Aufnahme mit Gorilla Glass 3, Curved Glass, also auch wirklich das Glas ist gebogen auf der Seite. Wir haben auf der Rückseite Polycarbonat, hier unsere neuen Farben, wie zum Beispiel Orange oder auch Grün. Wir werden also hier jetzt Kombinationen von Metall und dann auch Farbelementen haben. Und ich habe jetzt hier einfach mal so einen kleinen Bruder dazu genommen, nämlich das 925. Und wenn man da einfach mal schaut, das 925 als 4,5 Zoll Gerät, auch im Metall, ist die gleiche Anmutung. Von der Größe her, dass wir hier bei einem 5 Zoll Gerät nicht wirklich großartig größer sind. Es ist ein riesen Display mit 5 Zoll Full HD. 70% des Gerätes sind Display. Das heißt, wir gucken da halt auch wirklich, dass wir das Display so nah wie möglich dann an den Rand bringen, dass das Gerät nicht zu groß wird. Auf der Rückseite, wenn ich hier nochmal drauf nehme, eine 20-Megapixel-Kamera mit Zeiss-Objektiven, Bildstabilisator, also alle Möglichkeiten, die wir jetzt schon kennen, auch von die Floating Lens von unseren anderen Lumia-Geräten haben wir hier mit integriert. Wir haben 32 GB internen Speicher, 2 GB Arbeitsspeicher, also genug Power für die ganzen wunderbaren Neuerungen in Windows 8.1. Wir haben einen Quad-Core-Prozessor, den Snapdragon 800, also hier, das läuft alles flüssig und da ruckelt nichts. Viele Apps, die wir entweder schon vorinstalliert haben, oder die Möglichkeiten, die ich draufziehen kann, wie Instagram zum Beispiel oder Skype, was halt dann jetzt auch in Windows Phone 8.1 vorinstalliert wird. Damit der wunderbaren Frontkamera kann ich dann halt auch sehr, sehr einfach, sehr, sehr schön Videotelefonie machen. Und dann halt viele Neuerungen, die wir jetzt in Windows 8.1 haben, wie zum Beispiel den Infocenter, wo ich dann automatisch Benachrichtigungen bekomme, oder Schnellwahltasten für Einstellungen, oder was ich sehr, sehr schön finde, wenn ich hier zum Beispiel in die Einstellung gehe, jetzt kann ich unter Windows 8.1 mein Gerät noch mehr customizen. Ich kann nämlich jetzt Hintergrundbilder setzen. Wenn ich dann jetzt einfach mal hier dieses grüne Bild aussuche, da jetzt mal einfach reinziehe, so, und das auswähle, werden jetzt meine Kacheln leicht transparent. Und man sieht, man hat so einen 3D-Effekt und ich sehe, das ist das Hintergrundbild. So kann ich mein Gerät noch viel, viel mehr für mich wirklich persönlich einstellen, für mich persönlich das customizen.